Ich schnapp die Caitlin. Nicht Caitlin! Obwohl, mir egal. Hauptsache ins Auto! Oi! Nein, kein Wasser mehr! So, Jonathan, Hände hoch, sonst liegst du! Ey, Mann! Was sollte das? Ey, so schnell bin ich nicht. Was sollte das? Was? Warum boxst du an mein Auto? Du hast mich bist du durch? Was habe ich? Du hast zuerst an mein Auto geballert. Natürlich baller ich. Du versaust mir gerade mein Date. Das ist heute der erste Tag, wo ich versucht habe, mich zu sagen. Was tust du? Was machst du denn da? Hey, pass auf, nimm Kate. Mach mit dir, was du willst. Hauptsache, du lässt mich ziehen. Ah, das macht der Kollege schon, alles das gut. Das macht der Kollege schon. Okay, dann lass mich doch gehen. Auf fokussiert, kanalisiert eure ganze Wut einfach in sie. Auf sie ist. Bitte. Nee, weißt du was? Nee, weißt du, was er macht? Was? Er wird dir sagen, dass er sie liebt. Aber wenn du ihr sagst, was du uns gerade gesagt hast, dann ist das alles cool für uns. Das ist doch genau das, was du gerade zu uns gesagt hast. Ich will einen Kniefall sehen. Okay. Melody, darum musst du mich nicht bitten. Wenn du uns in Ruhe gelassen hättest, wäre das eh zu dem gekommen, was du gerade von mir verlangst. Das ist... Bitte was? Eigentlich eine Art Wiedergutmachung von deiner Seite aus. Okay, zwing mich zu meinem Glück. Ich bin dabei. Was? Nein, ich glaube, der hat das falsch verstanden. Ich liebe Kate. Oh mein Gott. Was denn? Ach, ich kenne sie... das ist so langweilig. Ach, ich kenne sie schon 2 Stunden. Ja, okay. Mann, der ist öde. Der macht das immer. Oh Mann, ey. Warum? Darf ich dich mal was fragen? Natürlich. Hast du eine Maske in deinem Kofferraum? Ja. Ist das eine Hühnermaske? Nein. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Wenn ich da reingucke, ist da keine Hühnermaske? Ja. Aber zufälligerweise habe ich ein Quickie-Taxi gerade abhauen sehen auf einer Tankstelle und da hat ein Typ einfach eine Frau weggeboxt. Wer macht denn sowas? Weiß ich nicht, aber... Mach mal deinen Kofferraum auf, ich guck mal da kurz rein. Nur mal so als Security-Typ. Hey, pass mal auf, keine Ahnung, wer du bist, aber... Ey, ich... Mein Lulatsch-Radar schlägt gerade richtig aus. Umso verwirrender deine Ansagen gerade. Ich kann das nicht... das ist gerade ein bisschen paradox, mein Freund. Was willst du von mir? Ja, warum hältst du das Radar denn noch auf dich? Na klar, dass das dann anschlägt. Bei mir? Ja, natürlich. Da bin ich so weit von entfernt, mein Freund. Ja, so wie von der Realität, alles gut, aber was ich mich halt frage ist, warum ist ein Auto, was gesehen worden ist, ist ein Taxiunternehmen, da fahren halt bekanntermaßen schon einige Fahrzeuge rum. Aber ich habe mich mit der Dame unterhalten. Wir haben ungefähr 8 Stück. Ja, aber ich habe mich mit der Dame unterhalten, es sind heute nur 2 Leute von eurem Taxiunternehmen in Dienst, außer der Chef. Du hast ein Taxi und sie hat ein Taxi. Erkennst du so die Problematik, die ich dahinter so gerade sehe? Nur die Problematik erkenne ich nicht. Keine Ahnung, was du mir gerade mitteilen möchtest. Die Problematik ist, dass ich denke, dass ich einen Typen vor mir stehen habe, der gerade auf offener Straße einfach einer Frau ins Gesicht gelatscht hat. Okay, du willst mir gerade mit Moralkeule kommen, aber hast zugesehen, wie ich fast angeschossen wurde. Ich habe mir nichts geschossen. Ich glaube, du hast deine eigene Wahrnehmung, wie du es gerade schon gesagt hast. Deine Realität entspricht nicht der, die du gerne hättest. Also, halt die Fresse und zieh jetzt ab. Mir wurde gerade mein Auto zerschossen. Lulatsch. Ja, selber schuld, Alter. Ist doch nicht deins, ist doch vom Taxiunternehmen. Richtig. Wer willst du denn jetzt? Ach Gott, wer bist du denn jetzt? Er versucht da hier einen auf Großkotz zu machen. Ihr beide okay, bringt es nicht. Im Einzelnen bringt ihr es nicht, sodass sie sich 2 nehmen muss. Nein, ihr seid gut, 2 halbe Toyboys! Fusioniert zu einem! Ja, und halt die Fresse! Lass mich jetzt trauern! Mein Reifen wurde gerade zerschossen! Aber warte, ich habe eine Idee. Pass auf, wenn ich jetzt das PD anrufe, den würdest du doch jetzt erlauben, so an deinen Kofferraum zu gehen, oder? Na klar, den werde ich aber auch als... Ruf das PD, bitte. Okay. Ja, das ist gut. Okay, kannst du bitte das? So ich mach das. Ja. Ich werde das PD anrufen und denen sagen, dass die an meinen Kofferraum sollen. Dann können wir ja beide. Bleibst du so lange hier, dann können wir das. Boah, ist kalt hier draußen. Hast du eine Jacke für mich? Ich hab eine im Auto. Ja, perfekt. Ja, aber du kannst mir doch einfach sagen, ey, Montauns Männer, pass auf, mir ist das eigentlich vollkommen egal. Ich will einfach nur wissen, ob du gerade wirklich einer Frau eine gelatscht hast, weil es sind nur 2 Taxis unterwegs. Also, die Beweislage spricht echt sehr stark gegen dich. Unter uns Männer bedeutet ja, dass da 2 Männer miteinander reden, aber ich sehe gerade nur einen. Und ja, alles gut, dann rede ich jetzt vor mich als Mann und vor dich als Jung, wenn du es so sehen möchtest, ist ja kein Problem. Aber wie lange brauchst du für ein Bad?
Für ein Bad. Wie lange du für ein Bad brauchst? 5 Minuten mit Rasur 7. Wir warten 5 Minuten. 5 Minuten. Wir warten aber 5 Minuten. Aber ich bade doch gerade gar nicht. Nein, Bart. Ach, Oh Gott. Für Stoppeln sind es bei mir 7,5 Monate und bei dir? Weiß ich nicht, je nachdem wie mein Testosteron drauf ist, zwischen 3 und 6 Tagen. Gut, aber weißt du, was das Problem ist? Wie gesagt, sei doch mal ehrlich, hast du das jetzt gerade ernsthaft gemacht? Auf offener Tankstelle? Ich habe niemanden etwas angetan. Was wollen Sie jetzt von mir? Okay, gut. Ich komm, kann lass ja ihn einfach in Ruhe. Lass ihn um seinen Leib trauern und dann passt schon. Ich kann ihn ja nur fragen, so. Sind keine Polizisten im Dienst? Oder ist gerade besetzt? Besetzt, ne? Ist nicht besetzt. Holy shit. Ist keiner da? Krass. Sind nicht so viele Leute gerade auf dem Server? Krass. Wollte der mir im Weg stehen? Willst du mich küssen? Mit Sicherheit nicht, Kollege. Aber warum stellst du dich dann immer vor mein Gesicht? Weil ich will, dass du nicht zu den Damen gehst. Wieso nicht? Grade, weil ich das sage. Unterhalten sind. Aber lass dir noch kurz Bedenkzeit, Mann. Genau. Was denn Bedenken? Ich weiß, dass du gerne mit deinen Händen nah an Frauen dran bist, aber wir müssten halt warten. Scheint ja viel über mich zu wissen. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich 2 Taxen gesehen habe, die dort unterwegs sind und der eine davon hat eine Frau geschlagen und die andere davon ist eine Frau. Mehr weiß ich nicht. Mehr sehe ich nicht. Waren auch wirklich nur 2 Fahrer unterwegs heute? Das wurde mir von der Dame gesagt. Ach, das wurde dir gesagt und das glaubst du einfach so. Ich kann doch gerne Stefano fragen, ob wie viele Leute unterwegs sind. Dann mach das doch mal. Oh Mann, ey. Die Quelle der Wahrheit, höchstpersönlich. Da wirst du deine Antwort finden. Der Punkt geht recht, also ob Stefano als Quelle der Wahrheit schwierig, aber... Ja, ist da. Ist dann irgendwas wahr, was er erzählt hat? Aber trotzdem coole Jacke. Das stimmt. Ich wollte der letzte Dulli aussehen, deswegen das Outfit. Das bringt mir jetzt nicht weiter. So. Ah, das war's. Hast du was gesagt? Nein, bisher noch nicht. Achso. Du rauchst also doch? Ich rauche nicht. Das ist gerade nur so eine Stresszigarette, weil ich fast abgeschossen wurde. Puh. Hast du ihr Auto gut erwischt? Da ist eine Delle drin. Sind unser Reifen zerschossen. Immerhin. Also immerhin, dass bei ihr eine Delle drin ist. Was hat sie dir erzählt? Alles gut? Sie hat mir erzählt, dass das alles eine Masche ist, dass du nicht Chris heißt, dass du das jeden Tag machst mit anderen, dass du immer so nackt rumläufst. War irgendwas wahr von dem, was du erzählt hast? Alles. Warum warnen mich dann die Leute vor dir? Jede toxische Beziehung hat irgendwo ihren Ursprung. Und der letzten war sie das. Ich habe sie meiden wollen. Sie hat meine damalige Beziehung teilweise manipuliert. Sie ist deine letzte toxische Beziehung? Nein, sie war die Person, die meine frühere Partnerin manipuliert hat. Sie gibt sich als Psychotherapeutin aus, hat aber nicht ansatzweise auch nur den Hauch einer Ahnung, was das bedeutet. Keinen Nachweis oder sonstiges. Sie läuft in einem Weihnachtskostüm rum, glaubt, dass bereits der Weihnachtsmann vor der Tür steht und, erzählt Leuten ganz schlimme Dinge. Weil sie Leute nicht mag, die rote Haare haben. Für sie gibt's nur die einzig wahre rote Tönung und die fließt in die Farbe Pink ein. Alles andere für sie ist einfach nur schrecklich. Deswegen auch der Front an deine Frisur. Sie ist krank.
Chris, ich weiß gerade nicht, wem ich glauben soll. Diese Person labert die ganze Zeit Scheiße. Sie ist uns hinterhergelaufen. Hat Dinge von sich gegeben, die ich dir gerade erzählt habe. Sie schießen mit Waffen auf uns. Und Emir, glaubst du nicht? Du hast auch geschossen. Und die Leute warnen mich vor dir. Ich habe keine... Die Abenteuerfahrt mit der Polizei, wo ihr in Häuser eingebrungen seid. Ach, es ist immer das Gleiche. Da versuche ich einfach einen schönen Abend mit jemandem zu verbringen und... Dann bekomme ich für meine Gutmütigkeit wieder einen auf den Deckel. Nein, Caitlin, geh, ich will das nicht. Nein, geh. Ich kann das nicht. Wenn du mir nicht glaubst, dann ist das so. Aber schade. Chris, ich... Dass ich mich immer wieder in den Menschen verliere, die es nicht verdient haben. Chris, bitte. Die Welt ist voller Arschlöcher. Nein. Caitlin, ich mach jetzt los. Gehst du mit denen etwa mit? Oh, wow. Oh, wow. Okay. Ich weiß es doch nicht. Okay, die zerschießen mir das Auto und du gehst mit denen mit? Nein, sie hat es mir nur angeboten. Das heißt doch aber nicht, dass ich... Dann entscheide ich jetzt. Ich werde mit keinem von euch irgendwie mitgehen. Will die machen? Flipper spielen? Richtung Ozean? Wo will sie denn hin? Definitiv. Warum tust du das wieder? Ich habe nichts mit dir gemacht, gar nichts. Du versaust mir wieder alles. Ich vermeide jede Art von Konfrontation und trotzdem habe ich dich im Nacken. Warum? Warum bist du in mein Auto gestiegen und wolltest es mitnehmen? Ich wollte es nicht mitnehmen. Warum hast du gegen mein Auto getreten? Ich habe nur geguckt, warum bist du gegen mein Auto getreten? Warum warst du 4 Tage bewusstlos in meinem Bett nochmal das Schmerzmittel bekommen? Ja, weil ich gefoltert wurde. Um Gottes Willen, da will ich nicht. Was war der Ursprung? Folter? Der Ursprung, warum das passiert ist. Ich musste zurück in die andere Dimension. Ich war gefangen. Was soll ich dir denn sagen? Ist das verwerflich? Entschuldigung, dass ich weiß, wie sowas funktioniert, zwischen Welten zu reisen. Was willst du von mir? Ich werde gefoltert. Ich werde gerade wieder blöd gemacht. Du erzählst zum 100. Mal einer Person, dass ich es nicht ernst meine. Und so weiter und so fort. Meinst du es denn ernst? Du beschwerst dich gerade noch hier vor mir über irgendwelche Muster? Dann fang doch selbst einfach mal an, aus diesem auszubrechen. Das ist so widerlich. Ja, widerlich. Ich bin einfach durch mit den Nerven. Ja, bin ich mit dem Auto angefahren. Ja, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Jetzt hast du... Ja, was denn? Ihr habt mich angefahren und gefoltert. Ja. Jonathan, ich mach jetzt los. Ja, warte. Ich komm gleich. Es ist mir zu viel. Ich hau ab. Jordan, vielen Dank für die 6. Dankeschön. War die Leitstelle vorhin auch nicht besetzt? Weil, Dingens meinte, dass sie drin ist und fährt. Warte mal. Hallo? Hallo? Hey, was machst du? Nichts, ich hab gerade Auto geparkt. Du? Auch nichts. Hast du Lust zu chillen? Wow! Mr. Egoist ruft Chris persönlich an und fragt, ob wir chillen wollen. Ja klar, wo bist du denn, mein Freund? Ich bin am Pier. Ja, warte, ich komm. Bis dann. Alles klar. Soll ich einen Dispatch schicken? Ich weiß noch, wo Pier ist. Ja, bei den Parkplätzen aber. Das heißt, wenn du rauffährst, dann... Ja, links. Richtig. Ja. Bis gleich. Denkst du, ich mach das zum ersten Mal, oder was? Ja, man weiß ja nie. Bis dann. Der heißt Johnny oder was?
Danny. Hey, ich wollte nochmal das persönlich, das hört sich an, als wäre da irgendwie irgendwas falsch vermittelt worden. Alles gut bei mir und so. Okay, ja gut, also mir wurde halt gesagt, du hast eine Ärztin niedergeschlagen mit deiner Axt und deswegen das war die hat man die wohl abgenommen. Das ist Schwachsinn. Das war vor 2 Tagen oder so. Nein, das war Schwachsinn. Ich weiß halt auch nicht welche, also sonst... Nein, okay. Keine Ahnung. Quinn ist eh ein bisschen komisch, die hat mich auch gefoltert. Quinn? Wer ist Quinn? Die Person, die das über mich verbreitet, du bist nicht die Erste. Ich verbreite das ja nicht, ich habe ja nur dich gefragt. Ja, ne? Ja, aber Quinn hat das verbreitet, meine ich. Die erzählt das anderen Leuten auch. Und jetzt muss ich wieder die Scherben aufsammeln. Weiß ich nicht. Oh, Scheiße. Ich werde es rausfinden und dann spreche ich mal mit Quinn. Und die hat dich gefoltert? Ja. Hast du das zur Anzeige gebracht wenigstens? Nee, habe ich nicht. Hast du Angst vor ihr? Ja. Dann müssen wir gucken, was wir notfalls tun müssen. Wir kriegen das hin. Wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, Ich hoffe, dass du auf meiner Seite stehst und mir da ein bisschen raushilfst. Was mit dem Auto? Du weißt, ich versuche immer auf deiner Seite zu stehen, ne? Ich muss halt rausfinden, wer Quinn ist. Es wurde vermeldet zerschossen. Da vorne. Warum? Ja. Warum? Einfach so, weil sie dumm ist. Ja? Wer findest du gerade mit dir? Nein. Und dann kann man vielleicht mit Quinn reden und rausfinden, warum sie sowas erzählt und warum sie dich gefoltert hat. Ja, aber ich sollte das vielleicht auch für mich selbst bewältigen. Mach dir da nicht zu viel Arbeit, ich krieg das schon hin. Mach dir da keine Gedanken, okay? Gut, dann pass auf dich auf, Jonathan. Wenn was ist, wenn du irgendwas brauchst, melde dich, ne? Wenn alles klar. Du dich verstecken musst und ich dir warum was vorbeibringen soll, dann sag Bescheid. Okay, dann bis dann. Okay, bis das dann. Das ist ein Tassi-Auto, natürlich ist mein Auto. Bist du dumm? Was hast du nicht gesehen? Was für Rage? Ja und? Das ist ein gelbes Auto, komplett gelb. Da ist meine Fresse drauf. Wie kann man das nicht sehen? Sie lügt dich an. Was tut dir leid, Margaret? Ich bezahle $10,000 im Monat. Damit die Scheiße heil ist. Eines tut mir leid, reicht nicht, Mädchen. Sagte, sie macht immer das Gleiche und ist kreativlos. Du wirst das abarbeiten müssen. Sag ihr, sie macht immer das Gleiche und ist kreativlos. Du wirst auch, was soll ich sagen? Dass sie immer dann. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, du bist kreativlos, du Hässliche. So. Und das ist abarbeiten, Melody. Sagst du, wie es ist? Was nun? Ey Leute, die macht das nicht, sagt die. Dann werden wir jetzt Waffen besorgen und dir genau zeigen, was es mit solchen Dingen auf sich hat. Denn wenn du dich nicht durchsetzen kannst, Stefano, müssen wir den Leuten demonstrieren. Ich kann mich durchsetzen, du Fixer. Dann machen wir das jetzt. Ey Leute, sag mir, wo du bist, Mädchen. Fahr hier rein, Waffe. Du gehst schlafen. Wo wohnt die? Ich weiß, wo die wohnt. Ich fahr jetzt dahin. Ist mir scheißegal, ich brich in dein Haus ein und weck dich auf. Dann machen wir das nächste Mal. Ist egal. Nein. Wir machen das aber das nächste Mal. Aber gut, dass du das sagst. Ich würde jetzt auch gleich schlafen legen. Ich bin echt müde geworden gerade. Alter. Ey Leute, ich glaube, wir machen das lieber nicht. Was denn? Ja, Die will. Ja, dann fahr ich zumindest dorthin. Da kann ich schon mal pennen gehen. Was ist denn los, Stefano? Die macht aber. Also. Leute, was? Scheiß drauf. Die will schlafen, was Mann. Was hat sie gesagt? Das ist respektlos, das macht man nicht. Die will pennen, Digga. Die muss um 8 Uhr Termin oder so. Ja. Die drei Typen. Was? Alter, die können sich mit drei Team erzählen. Ja, das sind Vollidioten. Das sind irgendwelche Lulatsche, die sie aufgegriffen hat. Das sind völlige Vollidioten. Also, ich glaube, bei euch zu Hause gibt es jetzt Dings Party, ne? Gangbang. Sie hat gesagt, die Typen, die können sich jetzt. Ja. Lass die doch. Von mir aus? Ich weiß ja nicht. Okay, was machen wir, Jungs? Ja, lass uns die Männer abmachen, der. Ich glaube, ich will auch gleich schlafen. Deswegen hast du uns gerufen. Ich sagte, der wollte einfach nur abgeholt werden. Nein, wollte ich nicht. Aber trotzdem bedanke ich mich. Vielen Dank, danke für alles. Ist mir gerade nur eingefallen. Bis dann, Leute. Was soll das?
Was soll das? Was macht ihr? Wieso gehst du einmal links rechts? Entscheide dich mal. Ich geh am besten in die Richtung, in die du nicht gehst. Du hast mich ausgenutzt. Ich hab dich nicht ausgenutzt. Doch, du hast mich gerufen, hast gesagt, wollen wir chillen? Dann hab ich dich abgeholt, zu mir hergekommen und sagst du, jetzt geh ich schlafen. Nee. Ja, doch, irgendwie schon. Nee. Bis dann, Leute. Hä? Ja, bitte. Ja, erzähl. Wie heißt er? Oh. Was soll der? Okay. Okay. Dann weiß ich, ja, Robert müsst ihr nicht ernst nehmen, der wurde gekündigt. Betrifft uns nicht. Nee, das waren die nicht, das waren glaube ich andere. Ja. Ja, hallo? Du kannst meine Nummer löschen. So wie es aussieht, hast du dich entschieden. Ich möchte mit Leuten, die mir nicht glauben, nicht. Ich hatte das schon mal. Okay, pass auf. Ich rede einfach Tacheles, Caitlin. Du hast eine Menge Red Flags. Du besitzt eine Menge Anzeichen. Und ich glaube, dass du eine Verursacherin einer toxischen Beziehung bist. So, jetzt ist es gesagt. Du bist ein Arsch. Ich glaube, dass der Grund für die letzte Art von Beziehung, die du geführt hast, nicht er war. Wie warst du? Du bist echt ein Arschloch. Sowas jetzt zu sagen. Hey, pass auf, ich meine das ja nicht böse, aber du weißt doch, ich versuche selbst nur, mich zu retten. Ganz ehrlich, ich wollte mich bei dir melden, ich wollte mich entschuldigen für das. Ja, weiter, erzähl weiter. Sorry. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, aber scheinbar hast du dich ja schon dagegen entschieden. Ja, wir kriegen das hin. Alter. Einfach scheiße. Alter, nein! Hey! Vergiss es. Du hast... Es taucht schon entschieden gegen mich. Caitlin, für sowas habe ich nur Gelächter übrig. Das kann ich nicht ernst nehmen. Bis dann. Hast du recht. Auf nimmer Wiedersehen. Richmond. Wenn du nicht der Nächste sein möchtest, dann verfolg mich nicht. Was? Du hast diesen Weg gewählt. Die Konsequenz trägst du. Auf nimmer Wiedersehen, meine Freunde. Auf nimmer Wiedersehen. Ich konnte nicht ernst fallen bei dem Gespräch. Du bist so ein Arsch. Was hat sie geschrieben? Ich habe echt was von dir gesehen. So viele Möglichkeiten, aber du... Ach komm, Caitlin. Ach komm. Ja. Du hast uns runtergeschubst. Du hast uns runtergeschubst. Stefano. Ab heute mache ich nur noch ernst. Fick nicht mit mir, hast du mich verstanden? Du hast eine Ansage gedroppt.
Du wirst sehen, du Wichser. Ab sofort wirst du gejagt. Ich sag dir, die Größeren ficken immer die Kleineren. Das hab ich so mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Das ab passt. Sofort mach ich ernst und jage dich und ficke dich. Haben wir denn heute wieder Samstag oder warum werde ich erneut gejagt? Oh, warte mal, wir haben Samstag. Morgen haben wir Sonntag. Na, wir haben sogar jetzt Sonntag. Schau mal auf die Uhr. Oh, dann ist das was Neues. Sonntag ist bei uns immer eigentlich Tag des Friedens. Aber gut, dass wir aus dem Muster ausbrechen, Alfonso. Dann bin ich mal gespannt, was du so parat hast. Ich sag dir, Johnny, ne? Der Mann nannte mich auch Stefano Shelby. Wenn du willst, dass ich wieder Shelby werde. Oh, weißt du was? Bist du morgen draußen? Bist du morgen draußen? Ich glaube schon. Morgen bin ich Shelby. Und ich werde dich jagen. Und dich finden. Und dich töten. Nun, hoffentlich stellst du dabei selbst kein Bein. Ich war kurz davor. Kurz davor, mein Freund. Na, komm auch noch diese Frau. Ah, diese Frau. Die hieß Susanne. Ich hab mich verliebt. Was? Ich hab mich verliebt. Was hast du gesagt? Ich hab mich verliebt. Und das heißt jetzt was? Ich krall mir deine Frau. Und ist damit werde ich dich verletzen. Ist sie nicht deine Mutter? Ich hab sie schon längst nicht mal als Mutter. Ich hab die wirklich. Jetzt werde ich sie ficken. Deine Ex-Mutter. Maga, das war ihr Ding, Mann. Das hat sie so gemacht. Hey, jetzt mal ehrlich, also. Wenn du mit ihr Weichschlaf hast und an ihre Bubis gehst, findest du dir dann. Ich hab meine Mutter mich von ihr genommen. Was? Aber mit 28. Aber nochmal was? Ja, Muttermilch. Mit 27. Von ihr? Ja, ja. Ich war schon an ihr Titten. Wie respektlos kannst du einfach nur sein, du dummer Bengel. Ich hab's nur ausgenutzt. Die bekam mit dieser Mutterschiene. Dann hab ich gesagt, ja, dann will ich auch Muttermilch. Dann hat sie gesagt, okay. Und ich hab richtig dran genuckelt. Du bist so ein abgefucktes, perverses Schwein. Das war nur unser Fetischding. Ja. Siehst du, wie krass ich drauf bin, Digga? Ich ficke meine eigene. Also fick nicht mit mir, sonst fick ich auch dich. Okay, ich hab's verstanden. Alles klar, okay, cool. Ich mein... Ich nehm dir deine Frau. Ich nehm dir deine Frau, Digga. Und dann wirst du gefickt. Du wirst ausreisen, weil du keinen Bock mehr hast. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Richmond wird dich auch jagen, ich werde ihn alles erzählen. Ja. Dann hol ihn erstmal auf die Beine. Jetzt gehst du auch noch auf Beine. Nein. So einer bist du. Nein, ich meine, du holst ihn auf die... Oh. Stefano. Er liegt doch noch bei dir. Der Typ hat sich doch selbst das Bein gestellt. Du kannst ihn ja auffangen können, hast du ja nicht. Natürlich habe ich nicht. Er sollte in sein eigenes Verderben stürzen, weil er es verdient hat! Und du? Weißt du was? Ich war die ganze Zeit gnädig mit dir, aber wenn du es wirklich hart auf hart kommen lassen willst, dann gut! Aber dann heul nicht später rum. Verstanden? Junge, wir haben dir was Gutes getan. Wir haben dich abgeholt. Du kleiner Wichser, hast den Tritt verkauft. Du hast uns aus Richmond erzählt nicht. Du hast uns verkauft. Du hast uns verkauft, du kleiner Wichser. Hast uns ausgenutzt. Du wirst gefickt. Ich soll dir von Richmond sagen, der fickt dich. Naja. Ich ficke dich, sagt er. Genauso. Dann sag ihm, dass es hoffentlich beim nächsten Mal auch gut wird. Denn vorher war ich ziemlich enttäuscht. Oh, ja, okay, oder? Ich soll dir sagen, dass es diesmal gut sein soll. Weil davor war der voll enttäuscht. Ich glaube, der redet über euer Sexleben. Der hat einen kleinen, oder was? Johnny? Ja.
Was ein klein, Digga? Richmond? Ach du Scheiße, Digga. Also für dein Zucker, Schatz, gereicht, meint er. Ich werde jetzt auflegen. Er will jetzt auflegen. Sag ihm gerne, dass er machen kann, was er will. Aber wenn er seine eigene Dummheit an mir in die Schuhe schieben will, um damit noch klarzukommen. Was soll ich sagen? Dass sein Ego riesig groß ist. Der kommt doch nicht mal irgendwelche Leitern runter. Er kann mich nicht mal runtertreten, dieser Vollidiot. Stolpert über seine eigenen Beine, stürzt Richtung Tod und willst mir dann in die Schuhe schieben, um damit klarzukommen? Okay, warte mal, Johnny. Ich sag dir... Ich sag dir, ne? Ich werde jetzt auflegen. Und morgen, Digga. Morgen wirst du gejagt. Ne? Warum wirst du gefickt? Und ich sag dir, du hast dich wirklich mit dem Falschen angenommen, weil Richmond ist so ein Psycho, der hat morgen um 8 Uhr vor, mit Melody irgendwie spazieren zu gehen. Um 8 Uhr morgens. Wollen die rausgehen. Also, weißt du, mit so einem Typen hast du dich auf, angelegt. Mit dem Falschen hast du dich angelegt. Ja, um 8 Uhr morgens will er raus. Das ist okay, ich meine, ich gehe auch bald um 7 Uhr arbeiten. Was, um 7 Uhr morgens? Ja. Nicht dein Ernst. Doch, angeln, Dietrich hier, Mais. Wo kommt der nicht von irgendwo? Ganz kurz. Willst du auch rausgehen um 7 Uhr morgens, sei mal ehrlich. Ja, ein anderen Mal. Also, jetzt heute Morgen meine ich. Nein. Ja, der will das... Bin doch nicht irre. Der ist irre. Wir wollen raus. Na, ist doch egal, ne? Ich werde ihn morgen jagen. Ich muss jetzt hier runterklettern. Du musst auflegen. Leg mal auf, ich kann nicht runter. Leg mal auf. Ja, gleich. Ja, nee, alles gut, mach ich gleich. Leg mal auf, der kleine Wichser. Stefano? Leg auf! Hallo? Hörst du mich? Stefano? Hallo? Stefano? Johnny? Stefano, sag... Hallo? Hörst du mich? Was ist das für ein Chat? Und im Netz? Hallo? Stefano? Ja, Johnny, hörst du mich? Stefano, was ist denn jetzt? Leg mal auf, ich muss wirklich, ich will jetzt gleich ins Bett. Was ist denn? Hallo? Ja, leg doch auf, Alter, Mann, verarscht er mich wieder? Verarschst du mich? Hallo? Junge, ich verarsch dich. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Hey! Stefano? Hallo! Hallo! Ja, Monarch. Ich klicke einfach auf, Digga, jetzt kein Bock mehr hier. Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte mich entschuldigen, dich einladen, bei dir einem nächsten Treffen alles bezahlen und zurückgeben. Und dann gehst du einfach, während ich da total verunsichert und alleine nach all den Sachen stehe. Du wusstest, dass ich Beruhigungsmittel intus habe und dennoch bist du gegangen. Und dann rufst du an und gibst mir die Schuld. Es tut einfach weh. Entschuldige für meinen Ausbruch an Emotionen. Das war nicht so gemeint. Vielleicht können wir morgen oder so nochmal in Ruhe über alles reden. Ich mach die assigste Antwort, die es nur gibt. Okay. Burn! Okay. Das ist alles. Das ist noch so richtig asozial. So richtig asozial. Aha.
Okay, das reicht. Zwinker Smiley wäre gut gewesen. Ah, scheiße, wäre ich nur auf die Idee gekommen. Oh, Mann. Oh, das hat so gebrannt. Das hat richtig gebrannt. Oh, der wäre gut gewesen. Oh, wirklich. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Aber sehr guter Einfall. Sehr, sehr guter Einfall. Oh, bevor ich jetzt sterbe, noch schnell essen. Das weiß ich definitiv, dass wir das nächste Mal zugrunde gerichtet werden von unserem eigenen Hunger. Ja, so wie es aussieht, gerade in meiner Cam geht bei mir hier die Sonne auf. Ne? Falls ihr es nicht gewusst habt, ich bin gerade in, Japan bereits. Ich bin gerade in Japan und, ich bin gerade schon in Japan. Ich wollte nämlich alleine fliegen. Das hat mir eine Menge Stress. Oh, ja, noch eine SMS bekommen. Oh, fuck. Ich weiß echt nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß echt nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber in Ordnung, tut mir leid, ich lösche dann deine Nummer. Clown Smiley. Boah, das wäre auch heftig. Schlaf gut, ich hoffe, du wirst glücklich. Ich mach's trotzdem. Ich hab's trotzdem gemacht. Den Einfall hatte ich nämlich gerade auch parallel. Zu dieser Nachricht. Zu der Vorab, die mich BS geht, aber hier hatte ich gerade. Das ist eine neue. Das ist eine. Da war gerade zeitlich relevante Zäsur. So, das war ein anderes Kapitel. Und jetzt, das ist jetzt erlaubt wieder. Oder so. Okay, lass uns ins Bett gehen. Heute war witzig. War ein neuer Strang, ja. ich lege mich einfach hin.